Ja, hallo, ich war gerade hier bei dem Hausarzt wegen meinen Warzen an den Füßen und sie mussten mich röntgen. War ein sehr interessantes Verfahren. Sehr wahrscheinlich ist es die eine, die sich in der Ausbildung befinden, da sie immer wieder die Assistenten rufen musste, ob die Position korrekt war. Außerdem habe ich jetzt die Information bekommen, dass ich da unter den Ärzten sozusagen weiter vermittelt werde. Und diese Personen, die sind bei der Arbeit und dort gibt es nicht die Möglichkeit, einfach einen Termin zu erhalten, sondern das wird alles durch die Ärzte schriftlich weiter vermittelt. Und das ist schon interessant zu erfahren. Und die Termine, die dort dann stattfinden, die sind nicht dringend, sondern es sind wichtigere Termine und die werden dann telefonisch vereinbart. Und alle Termine oder Fälle vielmehr, die zwar vorhanden sind, aber nicht dringend, die werden dann entsprechend nach und nach der Reihenfolge angeordnet. Und dann habe ich einfach den Bescheid erhalten, dass es mindestens etwa 2, 3 Wochen, sogar 4 Wochen gehen könnte. Und eine allfällige Operation würde dann noch kurz vor Weihnachten stattfinden, falls das die endgültige Diagnose wäre. Nun, das war äußerst interessant, das zu erfahren. Die Einlagen von der Fazole, das war im Prinzip der Grund dafür. Diese medizinische, weil diese Einlage, diese kostet richtig Geld. Und durch den Hausarzt ist es möglich, dass diese dann auch kostengünstiger erhalten werden können. Also die Ermäßigung lag bei 80% und somit konnte ich diese Ersparnisse dafür nutzen. Wäre ich direkt gegangen, hätte ich diese Ersparnisse nicht. Von dem her ein riesen Vorteil. Natürlich etwas mit Aufwand verbunden. Zuerst medizinisch abklären, ob es nötig ist und dann auch wiederum diese Vermittlung mit entsprechenden Arzt Rezept. Genau. Jetzt einfach weiterhin Sorgen tragen bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann bin ich gespannt, wann vor allem der Termin stattfinden wird und werde dir darüber entsprechend berichten, um dessen Verlauf. Weil zeigen kann ich es jetzt hier wenig gut, weil das sind hier die Füße. Ich habe jetzt hier diese an. Aber es ist schon ein bisschen unbequem. Naja. Das ist das Fundament mit den eigenen Füßen sozusagen. Genau. Momentan ist hier kein Betrieb, weil das ist hier die Park. Jetzt ist genau der Zeit, um dann weiterzugehen. Das ist einfach der Weg. Und dass er HIV-positiv ist. Das ist Ihnen ja selber auch passiert. Sie haben die Diagnose auch bekommen, haben sich dann geoutet. Wie geht es Ihnen denn heute? Also ich werde mich jetzt Also da die weiter Gesundheit, befinden. wie geht es mir heute? Gut.